Mike Tindall, vielsagende Stille. Beim Prinz Harry verstummt er. Normalerweise gehen ihm Sprüche und liebevolle Lästereien über die königliche Familie leicht über die Zunge. Doch in der neuesten Folge seines Podcasts The Good, The Bad and The Rugby wirkte Mike Tindall, 44, plötzlich ungewohnt einsilbig. Der frühere Sportler plauderte in einem Moment noch bester Laune über Weihnachten und das zurückliegende Jahr. Als ihn eine Frage seines Co-Moderators James Haskell, 37, plötzlich völlig aus dem Konzept zu bringen schien. Das ausbremsende Codewort lautete: Prinz Harry. Es hat sich viel verändert, sinnierte Tindall über die letzten Monate, worauf Haskell nachhackte: die Königsrede. In Anspielung auf den Wechsel auf dem britischen Thron nach dem Tod von Queen Elizabeth 96, und auf die zu erwartende erste Weihnachtsansprache von König Charles, 74. Es wird eine Menge erste Male geben. Ja, mach und schau es dir an, erwiderte Mike. Was seinen kichernden Freund zu der frechen Frage brachte, die dem Schwiegersohn von Prinzessin Anne, 72, buchstäblich die Sprache verschlug: wird es so sein, dass man Harry den Schwanz anheftet, um ihn herumläuft und versucht, die Pinata, bunt gestaltete Figur aus Pappmaché für Partys, die mit Süßigkeiten gefüllt ist, Anmerkung der Redaktion, zu zerschlagen? Stille. Stattdessen wechselte Mike das Thema und plauderte unbeirrt über seine Zeit beim britischen Dschungelcamp und seine Mitstreiter, innen. Die Harry-Thematik hätte die Episode fast ins Aus katapultiert. Dabei waren der Herzog von Sussex und der Mann seiner Cousine Zara, 41, immer ein Herz und eine Seele. Das Blatt hat sich aber inzwischen offenbar gewendet. Schon zum Dankgottesdienst für die Königin anlässlich ihres Platin-Jubiläums im Juni 2022 wahrte Mike auffällig Distanz zu Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41. Während seine Frau beim Auszug aus der Kirche munter mit den Sussexes plauderte, schien der 44-Jährige das Paar komplett zu ignorieren. Am Folgetag habe man ihn laut Express bei weiteren Feierlichkeiten den in den USA lebenden Verwandten als Mistkerl bezeichnen hören. Die gerade erst erschienene und hoch umstrittene Netflix-Doku Harry und Meghan wird die sonst so umgängliche Frohnatur nicht gerade milder gegenüber den rebellischen Exil-Royals gestimmt haben. Gut, dass er den inneren Tumult darüber bei Frau und Kindern für eine Weile vergessen kann. Vor allem Filius Lukas, 1, scheint den gestressten Papa mit seinen kleinen Besonderheiten immer wieder zum Schmunzeln zu bringen. Als sein Kumpel James, der im August 2022 erstmals Vater wurde, darüber fast erleichtert faksimpelte, dass Kinder unter 3 Jahren noch nicht an Geschenken interessiert seien und seine Tochter wohl eine Schachtel mit Geschenkpapier darin zu Weihnachten erhalten werde, konnte Mike ihm nur aus bester Erfahrung mit dem Sohnemann zustimmen: ich sage dir, was du tun kannst, hol dir einfach eine Tüte gefrorene Erbsen, denn das ist alles, was Lukas will. Gefrierschublade rausholen, Tüte gefrorene Erbsen, schütte sie auf den Boden. Er hat ein Spielzimmer voller Sachen, kein Interesse. Geh zum Kühlschrank, nimm die ganze Milch raus. Versuche die Flasche aufzubrechen, verschütte alles auf den Boden. Anführungszeichen. Merke, auch wenn Mike Tindall mit Prinz Harry schon längst das Lachen vergangen ist, den Spaß an seiner Familie hat er noch lange nicht verloren. Verwendete Quellen: Podcast The Good, The Bad and The Rugby, Express Cook.